was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, nicht nur immer so ungeschickt. Kleine Flamme der Hoffnung, wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Ja, der Kanonenrohrtrick. Der Kanonenrohrtrick, ja. Es war, ich sag mal, es war eine Herausforderung. Ein paar von den Rätseln, die Marco sich hat einfallen lassen für den ersten Teil, die halt auch schon alle im Hintergrund irgendwie gezeichnet worden waren und so weiter, und die einfach nicht mehr rauszuoperieren waren, hat tatsächlich in. Es war ein wenig bescheuert. Nee, aber im Endeffekt. An dem Screen. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen.
Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Ich kaue nur meine eigenen Fingernägel. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ah. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Aha! Den hat Ben hier bestimmt versteckt. Er macht das nur, um mich zu ärgern. Er weiß genau, dass ich Angst vor scharfen Zähnen habe. Ich könnte meine Hand verlieren, wenn ich da reingreife. Ah! Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Schritt weg! Bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag! Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus.